Beiträge über das Gesetz der Anziehung sind sinnvoll aufeinander aufgebaut. Daher empfehle ich dir, sie in der richtigen Reihenfolge nacheinander anzuhören. Heute gehe ich auf ein weiteres Hindernis ein, welches du vermeiden kannst, um mit Hilfe dieses Gesetzes das Gewünschte in dein Leben zu holen. Du weißt ja nun, dass das Gesetz der Anziehung nach dem Resonanzprinzip funktioniert und du bewusst oder unbewusst Schwingungen aussendest, die mit einer Art Information geladen sind. Neben deinen Gefühlen, die ja meist durch deine Gedanken beeinflusst werden, sind es auch die Gedanken, die für die individuelle Art der Schwingung verantwortlich sind. Es ist dein Unterbewusstsein, welches auf deine Gedanken mit positiven oder negativen Schwingungen reagiert. Studien haben jedoch gezeigt, dass das Unterbewusstsein die Wörter nicht oder kein herausfiltert bzw. überhört. Aus dem Gedanken, das möchte ich nicht, wird daher ein, das möchte ich. Aus einem, ich möchte nicht arm sein, wird ein, ich möchte arm sein. Denke einmal nicht an einen schwarzen Hund. Was passiert? Vermutlich taucht gerade das Bild eines schwarzen Hundes vor deinem inneren Auge auf. Denke nicht daran, wie es sich anfühlt, in eine Zitronenscheibe zu beißen. Und? Läuft dir das Wasser im Mund schon zusammen? Wenn du also in der Nicht- oder Kein-Kategorie denkst, dann wirst du vermutlich mehr von dem erhalten, was du eigentlich nicht willst. Die Lösung. Versuche, dein Denken und deine Sprache zu ändern. Mache es dir zur Gewohnheit, anstatt zu denken und zu sagen, was du nicht magst, in positiv formulierten Sätzen zu denken und zu sprechen. Achte auch einmal darauf, wie oft du am Tag das Wort nicht denkst oder sagst. Statt ich möchte nicht immer so wenig verdienen, kannst du ja sagen, ich möchte ab jetzt mehr verdienen. Statt ich hoffe, dass ich das nicht vergesse, kannst du sagen, ich hoffe, dass ich daran denke. Ja, das braucht ein wenig Übung, hat aber einige positive Nebeneffekte. Erstens, dein Unterbewusstsein reagiert darauf mit den entsprechenden Schwingungen, die das Gewünschte in dein Leben ziehen. Denn du sendest deutliche Schwingungssignale bezüglich dessen aus, was dir wichtig ist, und erhöhst so massiv das Auftreten sogenannter glücklicher Zufälle, die dir im Außen genau das bescheren, was du im Inneren mit dir herumträgst. Zweitens, diese Art zu denken und zu sprechen ist gut für dein Mindset und hilft dir dabei, einen unbewussten Pessimismus wahrzunehmen und diesen zu neutralisieren. Drittens, außerdem kommunizierst du so auch im Gespräch mit anderen Menschen klar und unmissverständlich das, was du möchtest, und wirst dadurch neue positive Erfahrungen machen. Frage dich also bei jedem Wunsch, Gedanken oder Satz, was du denn wirklich willst, und finde die entsprechende Formulierung dafür. Übe dich darin, die Worte nicht und kein aus deinem Wortschatz zu streichen und schau, was dann passiert. Gedanken und Gefühle der Angst über etwas, von dem du nicht möchtest, dass es passiert, senden Schwingungen der Angst aus. Du kannst nicht gleichzeitig hoffnungsvolle und angstbesetzte Gedanken haben. Doch die Energie der Schwingungen folgt stets deiner Aufmerksamkeit. Ist deine Aufmerksamkeit auf Hoffnung gerichtet, hast du sozusagen auf die Frequenz Hoffnung geschaltet. Du bist auf der Wellenlänge der Hoffnung, schwingst entsprechend mit und ziehst Situationen bzw. Menschen an, die auf der gleichen Wellenlänge schwingen. Vielleicht machst du einmal ein Exempel.
denke 2 Tage immer wieder einmal über eine bestimmte Sache nach. Dies kann das Einkochen von Gemüse, eine bestimmte Zahl oder auch etwas ganz anderes sein. Die Hauptsache ist, dass du dich damit in Gedanken und wenn möglich auch emotional intensiv damit beschäftigst. Nach 2 Tagen lässt du das Thema aus deinem Bewusstsein in dein Unterbewusstsein sinken und beschäftigst dich mit etwas anderem. Mal schauen, ob dir dein Thema dann im Außen in irgendeiner Form wieder begegnet. Falls der gewünschte Erfolg auf sich warten lässt, Übung macht auch hier den Meister. In meinem nächsten Beitrag erfährst du alles über das 3. Hindernis, welches dir die Arbeit mit dem Gesetz der Anziehung erschweren kann. Und natürlich zeige ich dir auf, wie du dieses Hindernis erfolgreich umgehen kannst, damit du gezielter das anziehst, was du eigentlich wirklich willst. Und wenn du einen weiteren Schritt auf deinem Weg der Bewusstwerdung und Transformation machen möchtest, dann besuche mich auf meinen Retreats. Alle Infos findest du auf chakratunes.com. Und für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation zur energetischen Heilung im Schlaf. Den Link findest du wie immer hier unten in der Videobeschreibung oder gleich am Ende des Videos. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Hab einen wunderschönen Tag. Bis morgen.